Ich habe vorher, ich wollte vorher noch was dazu sagen, aber die meisten sind ja da geblieben. Ein paar müssen zum Bus oder zur Bahn oder heim oder an keiner Benordwand. Zur Mama, zu Papas. Es gibt hier eine Liste, ich lege die dann da vorne hin, neben die Dankeschön-Box, wo alle sich eintragen können, die von der Montagsinfo noch nichts bekommen und etwas bekommen wollen. Also wer von der Montagsinfo noch nichts bekommt und nichts bekommen will, der tragt sich da nicht ein. Und zwar, wenn er mich dann eintrage, das ist ja eine Eingabe. Also keine Stimmabgabe, sondern eine Angabe, damit man was kriegt. Bitte so deutlich schreiben, dass man keine Mail-Dämon-Fehler irgendwas zurückkriegen, weil es oft so ist, dass man es nicht gescheit lesen kann. Also bitte die E-Mail-Adresse für all diejenigen, die daran interessiert sind, was die Montagsinfo jedes Monat so macht und wo man was finden kann, hier eintragen, ich lege es einmal dahinter. Es wurde mit diesem Thema jetzt etwas sehr, sehr Lehrreiches geöffnet, früher hätte ich gesagt angerissen, das klingt so aggressiv, wirklich geöffnet. Und wir haben einige Fragen dazu und es ist immer so, dass wenn wir informieren, wir es gerne so tun, dass danach so viel Inspiration übrig bleibt, dass von 10 Leuten 2 bis 3 sagen, jetzt Bock ist. Und darum ist ja ganz wichtig, dass die Karin uns jetzt dann noch Fragen beantworten kann. Es gäbe über diese Thematik immens viel zum, da können wir Nächte und Tage füllen. Ich beschäftige mich auch schon sehr lange mit diesen Themen, mit diesen Gärten. Und wir haben letztes Jahr einen bei uns angelegt in St. Marienkirchen bei Scherding. Der ist aus einer Idee entstanden von einem Mann in Berlin. Der macht oktogonale Gärten, auch nach so einem ähnlichen Prinzip. Von der Neue Weltcharta, um die Welt ein Friedensmodell zu bringen mit Gärten.